Influenza, weiß ich nicht, was das hier bei euch für ein Begriff ist. Kenne ich natürlich nur als Grippe. Ich bin Silke Hartmann, ich komme aus Nürnberg. Ich bin die Mutter von Felix und bin unheimlich gespannt drauf, dass ich heute einen Tag lang seinen Job übernehmen darf, von dem ich keine Ahnung habe. Heute ist ein lustiger Tag, weil ich meine Mutter im Gepäck habe. Meine Erwartungshaltung ist gleich null. Ich lasse mich komplett überraschen. Also ich bin natürlich schon ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, meine Mutter mache ich mir gar keine Sorgen. Die kommt mit so Situationen immer super klar. Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen nach meinem Urlaub. Dann frisch ans Werk, vielen Dank und bis die Tage. Alles klar. Also, genau, hier bist du. Gut. Jetzt hast du hier den Text, den habe ich geschrieben. Viel Glück. Na, weil ich mit dem Pärchen mal zusammen im Auto da. Da knistert's wahrscheinlich, ne? Alles klar. Müsst immer mal tippen können. Na, geht nicht. Kann ich umschreiben, mache ich. Ja, ist stark. Stark, absolut. Sich mit anderen austauschen. Dirk, hast du kurz Zeit? Ja, ich habe jetzt interessante Lektüre, aber gerne. Okay, sorry. Das ist so ein bisschen Psycho. Bisschen schwammig. Bisschen Psychogefäsch. Man weiß nicht, in welche Richtung das geht dann. Ja. Spitze Leistung für das erste Stück, Silke, muss ich sagen. Interview. Ja. Sie sind so ein kleines Start-up-Unternehmen, oder? Ach, das kann ich aufnehmen. Okay. Kurzen Moment, Herr Fischer. Womit verdienen Sie Ihr Geld? Plugins. Okay. Klingt total überzeugend. Fischer. Okay. Verschiedene Beispiele für Familien-Content. Da hast du ja vielleicht auch Erfahrung. Das nervt bei der Bahn an sich immer diese glückliche Familie mit dem Rucksack, wo sich gerade mal einer die Schnürsenkel bindet. Ja. Ja. Es hat total Spaß gemacht. Es war klasse. Oh, der Kaffee war gut. Der war total gut. Es war ja eine Aneinanderreihung von Highlights. Es war ja echt schön.